Könnt ihr euch noch dran erinnern, als wir einen Geist gesehen haben? In dem Video habe ich gesagt, bei 20.000 Likes besuchen wir den Ort, den der Top-Kommentar schreibt. Der Top-Kommentar war eine Kinderheilstätte in Berlin. Und Michael ist auch wieder dabei. Ist das verrückt, ja. Und wir haben uns noch gar nicht angeguckt, was es ist. Aber wir packen unsere Sachen und fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Kinderheilstätte. Was heißt das überhaupt? Ja, ich habe keine Ahnung, Bro. Die Beelitz-Heilstätten-Krankenhaus. Fans von verlassenen Orten mit einer bewegten Historie sind die Beelitz-Heilstätten in Brandenburg sicher ein Begriff. Der Lost Place gilt als einer der bekanntesten in ganz Deutschland. Der Krankenhauskomplex besteht aus rund 60 denkmalgeschützten Gebäuden, die hier in der Zeit zwischen 1898 und 1930 errichtet wurden. Bruder, guck dir mal das Bild an. Bruder. Das ist krass. Das sind kranke Bruder. Bilder. Was ist das denn? Alter. Ey, müssen wir da hingehen? Ja. Deutschlands gruseligste Klinik. Okay, ich würde sagen, dann lass uns da hin, oder? Nein. Oder? Lass uns los. Nein. Wie nein? Du, wir müssen jetzt. Wir können auch einfach streamen und einfach Spaß haben und irgendwas machen, Bruder. Nein, wir haben versprochen, wir gehen da hin, wir gehen da jetzt hin. Du hast das versprochen. Du warst mit dabei. Aber diesmal machen wir keine irgendwie 1000 Likes, bis boom, dann gehen wir gerne. Bei 20.000 Likes auf diesem Video werden Michael und ich zum nächsten Lost Place fahren, der oben als Top-Kommentar unter diesem Video steht. Bruder, das, ey, ich sag ehrlich, das kannst du nicht bringen, Bruder. Doch. Am Ende, die schicken uns nach Loch Ness besuchen oder so. Keine Ahnung, Bruder. Wäre doch geil, Loch Ness. Ich wäre dabei. Ich weiß, dass du dabei wärst, ja? Ich weiß, dass du dabei wärst. Merkst du, wie das Wetter langsam umschwingt? Es kommen Wolken auf. Okay, wir werden das jetzt so machen. Ich kauf dir drei Sachen und du kaufst mir drei Sachen, okay, die wir benutzen dürfen vor Ort. Okay. Okay? Okay. Ready? Müssen die Sinn machen? Nee, okay. Aber wenn du mich f***st, dann f*** ich dich auch. Ja. Okay, alles klar. Ich nehm die Banane. Yeah. Nee. Du weißt Bescheid, da kannst du die abknallen. Warte mal, warte mal. Was denn? Ich nehme das hier, die Banane. Was ist das denn? Schokoladenbanane. Oh, Bruder, hä? Du hast, ich habe aber auch extra geguckt, die passt perfekt in deinen Mund. Da kann ich doch gar nichts mit machen, was soll ich damit machen? Essen. Damit kannst du wenigstens schießen, so. Ja, damit kannst du, das kannst du in deinen Mund stecken. Na, Bruder, das ist ich, S-Item, Bro. Item numero dos. Item numero dos von mir für dich ist... Nee, was redest du? Ja. Ein... Baseballschläger. Boah. Damit du uns verteidigen kannst. Der ist nicht wild, sag ich das. Ne? Oder wenn einer kommt, oder... Okay, jetzt gib mir das zweite Item. Okay, okay. So, dann nehmen wir das hier. Oh yes. Für dich als zweites Item. Die kenne ich. Ja, die ist gut. Die Riesentaschenlampe. Yes, sir. Wo geht sie an? Ah, hier. Oder das ist Essential. Weißt du, was ich meine? Essential so. Oh yes, das ist stark, das ist stark. Mm. Das heißt, ich habe das Licht. Ich habe einen Vorteil, ich sag dir ehrlich. Ich hab einen Vorteil. Du kannst dahin leuchten, wo du auch hingucken willst. Ja, genau. Das ist gut. Okay, dann kommen wir zu den letzten Items. Zeig mir dein letztes Item für mein mich. Mein letztes Item für mich ist sehr, sehr wichtig. Und zwar Knoblauch. Oh, hä? Ja. Du weißt, Bro, wenn Geister kommen, du hältst Knoblauch hin, das stinkt oder die gehen weg. Die gehen weg, du bist secure. Ah, okay, okay, okay. Das nehme ich mit. Let's go. Und jetzt kriegst du dein letztes Item. Und ich habe ähnlich gedacht, aber mit Salz. Üss, okay, was mache ich damit, hä? Du kannst Salz um dich herum streuen und in den Kreis kommen keine Geister rein. Hat SpongeBob mir beigebracht und Supernatural. Oder das funktioniert nicht, Bro. Doch, das Junge, dein Knoblauch funktioniert und mein Salz funktioniert nicht, oder was? Ja, Bro, das sind die Regeln. Nein, 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 du wirst sehen, das funktioniert. Hier, ab geht's nach Berlin. Digga, wir sind angekommen und hier ist es irgendwie voll. Ruhig, voll der komische Vibe. Ja, Bro, das ist einfach eine Wohngegend, Bro. Das ist crazy. Guckt euch das an. Überall ist Zaun. Überall ist Zaun. Alter, warum ist das Licht da drin, Mann? Alter, was zur Hölle? Für wie viele Subs würdest du jetzt hier runterspringen? Hier? Ja. So drei? Ja, okay. Ich geb dir drei Subs. Okay, gib. Es sieht gerade so schön aus, wenn man in den Himmel schaut. Ich weiß, ihr seht es nicht, aber man sieht die Sterne und alles. Aber wenn ich so zur Seite schaue, die Bäume sind so hoch. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an Slenderman. Genau so sahen die Bäume bei Slenderman aus. Genauso hoch. Okay, wir haben jetzt gerade geschaut. Wir sind mitten im Wald. Und wir müssen jetzt geradeaus gehen. Diese Straße hier entlang. Und dann müssen wir da hinkommen. Ich bin ehrlich, man hört schon so ein bisschen den Wind. Dadurch, dass man noch... hört, wie so die Blätter den letzten Regentropfen abschlagen, der auf die Bäume gefallen ist, ist es noch gruseliger irgendwie. Ja.
Das hat sich mies poetisch angehört, Bro. Es ist auch so stockfinster, dass man wieder gar nichts sieht. Ich weiß, ihr seht ein bisschen was, aber das, was ihr seht, ist die verbesserte Lichtqualität übers Handy. Das heißt, wenn ich hier hinfilme, das, was ihr da seht, das sehen wir gerade, also so, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, wir sind gerade da. Ich hoffe, ihr kennt die Umrisse. Ich kann gerade das Licht nicht anmachen. Ich versuche, die höchste Helligkeit einzustellen. Da ist gerade das Gebäude. Alter, da hinten ist ein Licht, deswegen, seht ihr das? Da hinten ist ein Licht. Ich traue mich gerade, mein Licht nicht anzumachen, weil ich habe Angst, dass da wer ist. Direkt vor uns ist auch ein Zaun. Man sieht das hier so schlecht. Und da hinten sind die Lichter, links und rechts. Und jetzt halt die Frage, gehen wir in Richtung der Lichter außenrum oder klettern wir hier über den Zaun? Aber ich glaube, wir probieren erst oben. Es blitzt. Erstmal außenrum zu gehen, Richtung Lichter. Und hoffen, dass wir da nicht Kameras ausgeliefert sind oder sonst was. Los geht's. Digga, das ist einfach Draht, ist das krass. Scheiße. Das Gefängnis wäre ja nie. Ja, also wir können safe nicht rüber über den Zaun klettern. Ich mache jetzt eiskalt mal das Licht an. Das erste Mal. Wir stehen direkt vor dem Haus. Aber hier ist auch ein Zaun mit Zeugen. Hier können wir nicht lang. Das heißt, hier können wir nicht rüber und da können wir auch nicht rüber. Wir müssen jetzt nochmal außenrum einen Weg suchen, auf jeden Fall. Das wird schwer. Du hast noch einen Teil von der Heilanstalt, wo wir nicht hin können. So, alles ist abgesperrt. Ich bring mal einmal dahin, dann seht ihr das. Und wir sind jetzt drin, offiziell. Let's go. Hey Bruder, glaubst du, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir zu einem fetten Schloss? Safe, wir sind schon drin. Wir sind schon drin. Außer kommt kein Zaun mehr oder so. Ein Zaun, denkst du, kommt? Nein, da kommt niemals mehr ein Zaun. Da ist das Schloss. Aber der Eingang ist doch noch mal eingezäunt. Shit. Ey, geh mal mit deiner Kapuze vor und guck, ob da Kameras sind. Oder meinst du? Ja, kann sein. Ist das ein Zeichen, Bruder, dass wir gehen sollen? Und gehst du? Und gehst du, Michael? Hä? Lass uns wieder zurück, oder? Wir waren drin, Bruder. Wir haben das Maximum gemacht, was man machen kann. Nein, wir müssen zum Schloss. Wir müssen noch zum Schloss. Okay. Wir müssen in ein Gebäude rein. Nein, doch. In ein Gebäude können wir nicht eindringen, das ist ja zu viel. Bruder, kleiner Innovation. Das ist zu viel. Doch, wir machen das jetzt. Sogar zugesperrt. Okay. So, weiter Leute reingegangen sind. Ich sag dir was, Michael. Wir gehen nur noch zum Schloss, nicht weiter. Wir sind schon auf dieses Grundstück drauf. Noch in ein Haus einbrechen ist zu viel. Ja, komm, lass jetzt gucken, wo das ist erstmal. Bruder, ich hab Angst. Alter. Sieht aus wie so ein Kinderzimmer oder ein Bad. Da sind Fliesen. Das ist ein Bad. Siehst du das? Alter. Holla Billa. Da war irgendwas. Ich schwöre auf meine Mutter. Das war ein Tier oder so? Nein, man hat ein Klinken gehört. Schon wieder. Durch das Fenster. Bruder, da ist ein Klinken. Da war ein Klinken. Ich wanna. Da war ein Klinken. Du hast das auch gehört, ne? Ich habe zu spät aufgenommen. Ich schwöre, das ist zu viel gerade. Wir haben gemacht, Bruder. Wir sind hier nach dem scheiß Top-Kommentar hingegangen. Bruder, sind hier nicht eingebrochen natürlich und Bruder, jetzt passiert hier so eine Scheiße, ich will weg. Ich sag, wie es ist, aber so, ich würde wirklich noch einmal dahin gehen, nur gucken und dann lass von uns da bitte bleiben, Bruder. Ich habe gar keinen Bock hier wieder zurückzugehen zu dieser Stelle. Real Talk, das ist gerade gar keine geile Stelle. Das ist das Schloss. Das ist das Schloss. Hier, guck, wir sind genau da. Hey, was ist das denn? Hey, Bruder, lass uns hier verblitzen. Das ist Klingen. Das ist, wir waren am Schloss, Leute. Wir haben gemacht, was ihr gesagt habt, okay? Wir müssen nicht da rein, Bro. Nein, wir müssen nicht. Chill mal ein bisschen, ne? Hey, meine Taschenlampe. Ich schwöre auf alles, die gehen kurz nicht. Hast du gehört, wie ich versucht habe zu klicken? Ich schwöre, die gehen kurz nicht. Bruder, Hammer, du schießt Paranoia. Aber ich fühle mich hier echt nicht wohl gerade. Lass jetzt hier an der Seite entlang und probier noch reinzukommen, weil hier war der Eingang, der ist schon zugebaut. Da kommen wir nicht rein. Bruder, ich würde sagen, lass gehen. Real Talk. Wir haben echt genug gemacht. Meinst du?
Ja, 100%. Oder keiner in den Kommentaren wird sagen, ey, warum seid ihr nicht weiter? Dieses Klinken, ich höre das Ganze. Ja, lass bitte weg von diesem Klinken, Bruder. Ich schwöre, im Horrorfilm denkt man sich immer, warum bleiben die da stehen und so. Ich bin nicht der, der stehen bleibt. Ich bin der, der geht. Boah, Bruder, ich hab Angst. Ich schwöre auf alles, ich hab Angst. Bruder! Bruder, das verfolgt uns. Bruder, ich schwöre auf alles. Bruder, chill, 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 sei leise. Sei trotzdem leise. Vergiss nicht, wo wir gerade sind. Chill. Und jetzt bleib leise. Und jetzt bleib ruhig. Guck mal, da ist alles zugebaut. Wir müssen hier weg. Schnell. Weißt du, wie das aussieht? Ich schwöre auf alles 1:1, wie bei Outlast. Ne? Bruder, das ist genau da, wo der Fahrstuhl ist. Das sieht 1:1 aus wie bei Outlast. Michael überlegt noch einzugehen, Leute, aber es tut mir leid, ich bin ehrlich raus. Ich traue mich nicht. Hast du schon mal die Türklinke hier probiert? Aber die ist safe abgeschlossen. Oder abgesichert, kann auch sein. Soll ich mal ausprobieren? Also theoretisch kannst du hier rüber. Willst du da noch rein? Bruder, ich sag ehrlich, ich hab da gar keinen Bock rein eigentlich. Ich liebe mein Leben, Bruder. Willst du da rein? Nein. Das Problem ist, wir dürfen noch gar nicht rein. Also ich weiß nicht, wie viel strafbarer wir uns machen, wenn wir auch noch da reingehen. Stimmt, das ist auch so eine Sehenswürdigkeit. Und ich weiß aber auch nicht, wie strafbar wir uns schon bisher gemacht haben. Weißt du? Ja, und noch wo. So, Leute. Wir sind jetzt weg. Da hinten ist die Heilandstadt von außen. Das war locker das Gruseligste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich will jetzt so schnell wie möglich einfach nur nach Hause. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abonnement da. Bitte schön, bitte. Michaels Kanal ist auch unten in der Beschreibung. Lasst ihm auch ein Abo da. Wir haben es geschafft, Bro. Let's go, Digga. Let's go. Vergesst nicht, bei 20.000 Likes. Aber Bruder, 20.000 Likes ist so unmöglich. Das heißt, das Video hier müsste genauso poppen wie das letzte. Und das war krass, wir haben einen Geist gesehen. Hier haben wir Klinkern gehört und auch verrückte Sachen, aber... Und hier Bruder, ich gehe nirgendwo hin für 20.000 Likes, ja? Du musst. Nein, Bruder, für 50.000 Likes gehe ich nicht. Nein, 20.000, wir haben schon gesagt. Bruder, ganz ehrlich, Digga, diese Likes, Bruder, warum soll ich mein Leben dafür aufs Spiel setzen, Bro? Weil ich krieg dadurch Euros. Ja, schön für dich, Bro.